Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu Captain of Industries. Ja, beim letzten Mal haben wir hier hinten, schön ein bisschen umgebaut. Wir haben hier einen doppelten Verteiler eingebaut, um diese Probleme mit doppelten Wasser, was sozusagen hier, oder mit der Wasserverteilung hier Probleme gab, zu lösen. Jetzt haben wir sozusagen hier die doppelten Eingänge. Diese doppelten Eingänge werden entweder, und halt der eine Eingang von unserer Wasserfiltration, gehen dann hier in den Circuit rein und werden dann entweder hier weitergeleitet in unsere jetzt doppelt so großen Wassertank, der gerade aktuell auch aufgefüllt wird, bedeutet, er wird langsam Stück für Stück mehr, oder er geht dann hier hinter in unsere Wassertanks, die versucht werden zu entleeren, überall anders hin. Bedeutet, wir sind ja eigentlich ganz gut unterwegs. Der Kollege, glaube ich, hat sich mittlerweile stabilisiert und wird hoffentlich sich nach einer Zeit auch wieder mit Wasser füllen. Aber das werden wir uns anschauen. In der Folge will ich wieder nach drüben schauen. Beziehungsweise wollte ich noch einmal kurz hier vorbeischauen. Sie sind fleißig am Arbeiten. Das ist wunderschön zu sehen. Sie graben hier die ganze Ecke aus. Das ist wunderschön. Unsere Kollegen hier drüben verkippen immer weiter. Was natürlich noch besser zu sehen ist. Und sind natürlich alle schon Wasserstoff. Das ist grandios, unsere Wasserstoffanlage. Genauso haben wir, glaube ich, bemüht, sich seine Ziel nicht zu erreichen. Wo willst denn du hin? Warum zur Hölle willst du hier hin? Aus und aus. Wie kommt denn der auf die Idee? Warte mal. Ah, ja, weil ich habe ja hier das Ganze so gemacht, dass ich das auslaufen lasse. Genau, wir haben ja letztes Mal auch hier die die Production sozusagen leer laufen lassen. Die jetzt leer ist, das ist super. Bedeutet, wir können jetzt hier die ganzen Anschlüsse, die wir hier gemacht haben. Da ist auch zum Beispiel ein Schlackeanschluss. Oder, warte mal, doch, der passt, der geht auch weg. Ne, doch, das passt schon. Jetzt war ich kurz verwirrt. Der kann wegkommen, denn wir haben ja jetzt unsere Haupteisenglasanlage, die hier funktioniert. Und dann kriegen wir hier den Platz, um vielleicht Plastik fürs Erste ein bisschen zu verstärken von der Production her. Was natürlich wunderschön zu sehen ist, denn das wird uns viel Arbeit erleichtern. So. Somit fällt hier relativ viel weg. Und ich sehe gerade, ich habe hier gleich gerade Kohle für eine Anlage gehabt. Wo kam denn die Kohle überhaupt her? Von da ganz vorne. Oh, schau mal, das Kabel können wir auch entfernen. Wird auch nicht mehr gebraucht. Hier müssten wir eventuell nochmal kurz ein Verbinderstück einbauen, damit ein bisschen Kohle nachkommen kann. So, wo läufst du jetzt noch hin? Du läufst hier hinter zum Flüssigkeitsspeichereingang. Der aber eigentlich hierzu gehört. Wäre es denn nicht schlau, dich eigentlich zu versetzen? Eigentlich schon, ne? Dann hätten wir hier wieder Fläche frei. Dann machen wir das doch auch gleich. Wir machen hier ein Lager für Flüssigkeitsspeicher. Setzen den eins vor. Machen hier Säure. Machen hier schnell liefern. Was für eine Leitung haben wir gesetzt? Eine Zweier. Ah, fuck, das war nicht der Plan, warte mal. Okay, wir reißen erstmal die Leitung ab. Ja, die geht ein bisschen, warte mal. Das hier mal mit schnell entfernen. Gut, und dann können wir jetzt dich anschließen. Hier einmal drüber. Und hier angeschlossen. Perfekt.
Und was wir dann machen, ist eine Rohrleitung 3 von dir zu dir fürs Kurze legen. Machen hier das Füllen aus, machen aus, aus. Und geben dir aber einen Füllbefehl. Dann sollten wir nicht das wenigstens verschieben können und haben dann hier wieder ein bisschen mehr Fläche. Ach, schau mal, wie schön schnell der leer wird. Oh, schön zu sehen. So will ich das. Zack, und schon wird das Ganze wieder befüllt. Probleme sind gelöst. Und die Fläche ist hier wieder ein bisschen mehr frei. Super. So will ich das. Jetzt können wir das wieder abreißen und kriegen gleich wieder die Ressourcen für. Jetzt haben wir hier rein natürlich sogar das Glaslager hier rübergelegt. Warum auch zur Hölle immer? Wofür das, der Sand, das, was ist denn das hier? Doch, das ist... Ach, da braucht der Mischer auch was von. Okay, also ist das hier ein gewollter Verbinder. Ah, habe ich das Glas hier rübergelegt, weil ich sonst hier Fahrprobleme habe? Die kommen eh von da. Was ist denn, wenn ich... Es geht doch auch. Dann haben wir hier halt ein bisschen tighter packed. Aber dann schneiden wir das Verbinderstück hier vorne ab. Schnell entfernen. Was dann aber schnell passieren muss, ist einmal schnell eine schnelle Umschulung von da nach da. Es wird zwar kurz alles blockieren, aber somit auch das Ganze hier ein bisschen freischalten für uns. So. Und schon wird das ganze Lager natürlich leer, so wollen wir das. Hier wird Salz nachgefüllt. Was natürlich sehr schön zu sehen ist. Und du brauchst eigentlich nur Chlor und Rohbenzin. Wie viel Rohbenzin kriege ich denn hier raus? Mehr, ne? Gut, schauen. Jetzt leeren wir dich. Bauen das Ganze wieder ab. Dann haben wir wieder eine Fläche frei. Und es sollte Stück für Stück uns den Erfolg bringen, den wir brauchen für diese Anlage. Beziehungsweise auch den Space, den wir natürlich brauchen. Schön zu sehen, wie sich eigentlich Stück für Stück das Ganze verwandeln anfängt. Könnte ich nicht rein theoretisch die ganze Leitung auch hier rüberlegen irgendwie? Aber ist jetzt auch gerade eigentlich irgendwie ein bisschen wurscht. Jetzt liegt es schon so, da habe ich hier notfalls ein bisschen Spielraum noch für irgendwas. Was ist denn das für eine Leitung? Ein flaches Förderband, ein Standard, okay. Einfach anschließen. Perfekt, so will ich das. Kann man den Standard da höher machen und ich hätte gern, dass da exportieren aus ist, sondern nur importieren. So, und jetzt schauen wir mal, dass wir das hier vielleicht ein bisschen standardisieren. Und schauen uns mal an, wie die Leitungen hier gelegt wurden. Ich sehe da so ein, zwei Sachen, die man vielleicht ein bisschen anpassen könnte. Du bist ein U-förmiges Förderbandenstandard. Okay. Hier nicht so eine komische Schlange, nämlich. Wäre doch auch eine Idee, das hier ranzuführen, oder? So. Dann sind die beiden nicht auch unabhängig, rein theoretisch.
U-förmiges Förderband hier einbauen und einrichten. Und dann können wir nicht dieses Wirrwarr hier rausnehmen. So. Dann wird das alles Stück für Stück nicht geordnet. Das ist auch nicht schlecht eigentlich. Es wurden hier ein paar weirde Entscheidungen von mir getroffen, auf jeden Fall. Wirklich geordnet ist die Hälfte der Anlage nicht. Das macht es natürlich noch spannender. Hast du auch diese Verbindung auch überhaupt nicht erklärt? Du bist auch ein normales U-Vermix-Verband. Reicht ja vollkommen aus wieder. So. Hier hin. Und das Ganze auch weg. Das ist diesmal ein Zweier, lustigerweise. Interesting. So, und dann können wir hier noch sowas hinstellen. Versuche gerade noch ein paar andere Sachen zu verstehen, die ich gemacht habe. Das war hier wahrscheinlich, weil alles relativ gleich ist. Von der Position her. Du machst uns Chlorwasser. Ach, das ist noch eine Rückführung von den Flüssigkeiten, ne? Aber wir haben hier gleichzeitig das aktuelle Problem, dass wir hier halt doch einen relativ hohen Andrang haben. Ja, das könnte natürlich dann immer zum Problem werden. Aber langsam wird es hier wenigstens sauberer. Das ist schon mal vorteilhaft. Also die Schwefel-Production. Hier habe ich die Schwefel-Production. Was muss hier rein, damit das funktioniert? Wasser. Das ist ein Wasserausgang, warte mal, kann ich hier als Wasserausgang schon mal machen. Das ab Hälfte wieder leeren. Das dürfen hier keine Ladung aufnehmen. Nee, sie dürfen aber keine liefern. So, und rausgeben tust du mir. Jetzt muss ich nochmal überlegen, was hier nicht alles rauskommt. Ich gebe rein saures Wasser und Dampf. Ja. Und bekomme dafür Ammoniak und Schwefel. Und Wasser. Was meine ich nochmal mit dem Ammoniak? Ammoniak. Den Ammoniak könnte ich zum Herstellen von... Ah, das ist wieder meine Düngerproduktion. Dünger 1. Habe ich vielleicht aktuell ein Problem mit Ammoniak? Könnte das vielleicht auch mein Problem aktuell sein? So, das müsste ich mal bei beiden mir bitte kontrollieren. Und zwar, indem ich mir hier einen Flüssigkeitsspeicher jetzt hinstelle. Für Ammoniak. Einmal schnell liefern und dann kriegt er hier eine, wenn ich alles im Weg wäre, hier eine Leitung. Wird hier einfach mal schnell angeschlossen.
Soll natürlich im Prio-Ausgang geben. Weil das ja nur zur Unterstützung eigentlich produzieren soll. Aber wenn das mittlerweile zu viel ist... stelle ich euch mal beide ein. Wenn wir die hier zu dreien upgraden... vielleicht fressen wir dann wieder mehr. Vielleicht ist einfach auch die ganze Zeit das Problem gewesen, dass ich zu wenig Ammoniak hatte. Zu wenig Ammoniak-Speicher. Und deswegen sozusagen hier nichts machen konnte. Aber schauen wir mal. Auf jeden Fall scheint es jetzt so, als ob die Lager sich Stück für Stück leeren anfangen. Die werden auf jeden Fall nicht so schnell leer sein. Wenn einfach die Ammoniakproduktion vielleicht mal ein bisschen Luft hat, ist das natürlich auch in dem Fall nicht wirklich schlecht, sondern wir kommen damit gut voran. Und das ist ja eigentlich eine der Sachen. Frachtdepot 4. Öffne Forschung. Was sind wir jetzt am Forschen gewesen? Was kommt als nächstes bei mir auf der Leitung? Die medizinische Produktion 3. Haben wir denn die jetzt mir ausgewählt? Ich habe noch nie mal die 2er, glaube ich, in der Production. Ich kann aus Mohnratisch Brenngas und Kompost machen. Okay. Danach habe ich Unterhaltungselektronik und Raketenstart. Okay. Jetzt bin ich gespannt, aber rein theoretisch. Ja, schau dir an, wie der Tank hier leer geht. Das ist doch, wie man es möchte. Also was die ganze Zeit eigentlich der Schwefel, der uns hier aufgehalten hat. Aber hey, so ist das doch noch besser. Das bedeutet, dass unser ganzes Problem sich jetzt gerade in Luft auflöst. Und somit das Ganze natürlich besser wird. Die andere Frage ist, warum geht hier zum Beispiel nichts voran? Haben wir hier nicht aus Brenngas noch extra... Ne, warte mal, was machen wir denn hier eigentlich? Doch, hier machen wir aus Rohbenzin Brenngas mit Wasserstoff und mit dem Diesel... machen dann daraus Diesel, genau, okay. Was ich noch nicht so ganz kapiere, was ist aktuelles Problem? Du arbeitest, hast kein Problem. Du arbeitest, du hast auch kein Problem. Und hier ist auch kein Problem. Wo ist denn dann aktuell das Problem, dass sich die Tanks füllen? Oder füllen die sich schon wieder? Vielleicht ist es auch einfach, dass wir es die ganze Zeit über die Karte verteilen und deswegen einfach nichts dann ankommt. Könnte natürlich auch einfach gut sein, dass ich jetzt einfach Panik schiebe für was, wo ich gar keine Panik schieben müsste. So, Sand kann auch nicht mehr verliefert werden. Ihr habt keinen Grabepunkt mehr, das ist ja mal was Spannendes. Wie wäre es fürs Erste noch die ganze Ebene hier? Jetzt nutzen sie die Straße für die Abkürzung schon. Die Kollegen warten immer auf Erde, damit es sich lohnt. Ja, es geht voran, es geht voran. Und die Kollegen kippen hier schön zu. Unsere ehemalige Riesenkupfermine ist mittlerweile eigentlich nur noch ein Schutthaufen. Wahnsinn. Aber du siehst ja auch hier nicht mehr, dass es mal wirklich eine Fläche war, mit der zu arbeiten war. So. Euch hier hätte ich jetzt gerne woanders. Dafür pausieren wir aber mal das Spiel, weil das wird jetzt ein größerer Aufwand werden. Und zwar kriegt ihr als Auftrag die komplette Area hier. Ich muss hier erstmal alle alten Aufgaben wegkippen, ansonsten geht es nicht gleich schief. Also als Erstes planieren wir nämlich mal, und zwar hier hinten die ganze Fläche.
Wir arbeiten uns erstmal hier straight durch. So, das ist das letzte Stück 3, ne? Flip. Wir werden jetzt hier Stück für Stück anfangen, diese Oberflächen zu entfernen und eine Gerade draus zu machen. Das bedeutet auch, dass diese Tankstelle hier oben zum Beispiel verschwinden wird. Der Bauturm wird verschwinden und somit dann auch wieder Stück für Stück das Land verändern. Weil hier würde ich dann gerne wirklich die Recyclinganlage endlich mal hinbauen. Die hat jetzt auch relativ lange gedauert, bis die wieder eine Erscheinung macht. Aber ja, sie kommt wieder, meine Freunde, sie kommt wieder. Ja, was geht? Die drei Kollegen machen auch hier im besten Job. Obwohl, ich glaube, mittlerweile reichen hier auch zwei. Hier sind zwei fest verankert und nur die zwei zugewiesen sollen hier arbeiten. Jetzt sind wir wieder stabil, das ist auch sehr lustig. Ich glaube, wir können die auch langsam mal reduzieren. Ich glaube, dass wir gar nicht so viel Sand brauchen. Kalkstein, lustigerweise, ist nicht so... Warum hast du Eisen? Oh, weil wir hier eine Eisengrube angegraben haben. Eisenerz. Dann können sie jetzt nicht wieder liefern. Da ist nicht noch so ein Problem. Und da soll doch bitte immer ein Export immer noch passieren. So, Mensch, Deutsch ist schwer. Sag's euch. Ganz schwere Sprache, dieses Deutsch. Eieieiei. Nee, aber es wird doch. Stück für Stück wird das. Hier kippen sie auch immer noch. Das ist gleich das ganze abgereicherte Uran, was hier verkippt wird. Die Kollegen wollen auch natürlich weitermachen, aber geht nichts mehr. Na schön, hier ist der Wassertank auch mittlerweile voll. Und dadurch, dass alles so extrem voll ist, gibt das hier raus. Wie geht es eigentlich unserer überarbeiteten Wasseranlage? Der Zwischentank schaut gut voll aus. Das erfreut mich natürlich, weil das heißt, dass unser Zwischen, dass wir jetzt aktuell keine Wasserprobleme haben sollten. Und dass der eigentlich auch voll ist. Yes. Auch wenn hier das größte Wirrwarr wahrscheinlich geboten ist, wie sonst noch was. Aber es schaut so aus, als ob wir überall dauernd Wasser reinkriegen. Und unsere Anlagen arbeiten können. Kann man sich eigentlich vorstellen, dass ich diese Anlage hier seit Anfang des Spiels gefühlt habe und nur zwischendurch geupgradet habe und mehr nicht? Schon irgendwie bescheuert, oder? So, ich würde jetzt nochmal die Server ein bisschen upgraden. Hier haben wir noch nicht alle dran. Hopp, ein bisschen vom Button abgekommen. Jetzt haben wir insgesamt 248 Teraflops zur Verfügung. Auch nicht schlecht. Man sagt eigentlich unser Atomlager, unser altes... Bin ich jetzt vorbeigeschossen? Ja, ich bin voll vorbeigeschossen. In einem Jahr wird hier abgereichertes Uran ausgänge. Kann ich die dann hier drin lagern? Oder wo werden die gelagert? Ja, die werden hier drin gelagert. Ich bringe die dann erstmal einfach hier hin, weil ich einfach nicht weiß, was ich damit machen soll. Das schauen wir uns an, was da passiert. Aber es dauert noch ein Jahr, bis das passiert. Obwohl, nee, der lagert es aus. Und was macht man jetzt mit Strahlungsfallenabgang? Schau mal. Strahlungsfreier Abfall. Der kann in den Schredder gehen und macht dann Wertstoffe. Aha. Oh, ich sabber mit meinem... Mit meiner... Wunde sabber ich gerade auf meinen Tisch. Huch, und mein... Was ist denn jetzt los? Ich sag ja nichts, aber... Ich hab gerade mein
meinen Schuh unten festgefahren. Also ich kann es in Werkstoff umwandeln, einfach durch Schreddern. Okay. Und den Werkstoff kann ich dann einfach in eine Abfallsortieranlage machen lassen. Kann ich eigentlich gepressten auch reinbringen? Kann ich auch. Also muss ich jetzt eigentlich hier einen Schredder reinhängen. Und Werkstoffabfälle, kommen die dann hier rein? Oder war das hier drin? Das war hier drin. Ups. Ist das lustig. Ist das lustig. Bedeutet, hier wird es als flaches Förderband hierhin geliefert. Und dann mit einem U-förmigen Förderband hierhin geliefert. Mal schauen, wie viel wir hier schon an alten Zeug haben. Achso, warte mal, ich muss dich erstmal festlegen, dass du das hier schredderst. Wir schreddern jetzt Atommüll. Yay! Aber Freunde, ich würde auch damit sagen, dass diese Folge vorbei ist. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ja, lasst uns einen Daumen nach oben da. Abonniert, wenn ihr noch nicht habt. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Also, bis dann. Ciao.